Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr eine EPS-Datei öffnen könnt. Hier haben wir welche und ihr seht schon, ja, da wird hier nichts vorgeschlagen, aber es gibt eine simple Möglichkeit, diese zu öffnen. Und zwar braucht ihr dazu einfach Adobe Photoshop. Das hier ist eine Version, die es ja kostenfrei im Internet gibt. Und ich zeige euch gleich, wie und wo ihr die bekommt. Jetzt öffnen wir erstmal so eine Datei. Die kann man dann nämlich einfach anklicken. Und ihr seht, hier in dem Fall ist die Grafik jetzt geladen worden. So, hier könnt ihr einmal sehen, Vollversion Photoshop CS2. Die kann man also hier bei SHIP kostenlos herunterladen. Einfach hier auf den Download gehen und den Anweisungen folgen. Und dann habt ihr das Programm und könnt damit eure EPS-Dateien einmal ja, öffnen. Diesen Link hier oben, den kopiere ich euch unter das Video. Einfach draufklicken, dann gelangt ihr automatisch auf diese Seite. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.